bekommt den Titel Crossing the Divide. Wobei auch sprachlich man eigentlich versucht hat, das Wort Diversity zu vermeiden, weil da drinnen etymologisch das Wort Teilen steckt, in jeder Welt. Und es durch Plurality zu ersetzen. Ein positiverer Begriff der Vielfalt. Okay. Dieser Bericht hat dann natürlich das ganze Thema auf die Agenda gesetzt. Auch da darf ich etwas Bemerkenswertes antworten. Das österreichische Unterrichtsministerium hat diesen Bericht ins Deutsche übersetzen lassen und dann alle Schulen in Österreich verteilt. Okay.